Du bist einfach nicht für YouTube geschaffen, gib es auf, sorry Bro. Yo Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt den Titel gesehen, ihr habt den Thumbnail gesehen, was ich jetzt in diesem Video machen werde. Und zwar lese ich Hate-Kommentare von mir vor. Ich habe so ab und zu, also relativ oft Hate-Kommentare bekommen, habe mir jetzt mal so ein paar rausgesucht. Und ey, wirklich, ich musste mich schon so ein bisschen zusammenreißen, weil es einfach nur so dumme Aussagen sind. Ihr habt schon ganz am Anfang gesehen, was ungefähr jemand geschrieben hat. Alter Junge, ey, das ist so übertrieben. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Falls ihr noch nicht das letzte Video von mir abgecheckt habt, das neue Street-Comedy-Video, dann checkt's unbedingt ab. Das letzte Video ist einmal auch hier oben abgeblendet. Und ich würde einfach mal sagen, gehen wir einfach direkt in das Video rein. Checkt mich auf Snapchat, Instagram ab. Ist einmal hier abgebildet. Und ja, let's go! Vor allem, mir ist auch gut aufgefallen, dass die meisten Hate-Kommentare nicht unter den Street-Comedy-Videos kommen. Also denke ich jetzt einfach mal, dass die Street-Comedy-Videos halt relativ gut ankommen. Also, falls ihr Bock habt, mehr auf Street-Comedy, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Dann mache ich mehr. Ich habe auch selber Bock. Ihr habt auch Bock. So, der erste Kommentar ist von Lace. Er schreibt unter das Ich muss euch was erzählen Video von mir: Junge, du machst YouTube seit fast 1,5 Jahren und hast nicht mal 3000 Abonnenten, ja Mann. Hast mehr Videos als Henry, trotzdem hat er 30 mal Abos. Digga, kannst du nicht schreiben? du bist einfach nicht für YouTube geschaffen, gib es auf, sorry Bro. Als ich den Kommentar bekommen habe, da dachte ich wirklich auf Ernst, ich höre jetzt auf, weil, ey, der hat komplett recht, ich kenne den Typen, er muss wissen, wovon er redet, er hat Plan davon, also gebe ich einfach mal auf, ne? Gar keinen Bock mehr auf Videos. Nein, ey, war ein Joke, aber klar, Henry hat viele Abos, allgemein auch, also er hat viel mehr Abos als ich, das steht ja so oder so schon fest. Jeder kriegt ja irgendwann mal, sage ich mal, den eigenen Push und außerdem, wir sind eine Gang, wir halten zusammen, wenn pushen wir uns selber und nicht, dass ich mich irgendwie an ihm da hochziehe oder sonst sowas, ne? Kann man denken, was man will. Ich bin zufrieden. Hätte zwar, klar, jeder hätte gerne mehr Abonnenten, aber ganz ehrlich, Alter, kommt noch. Mein Abo-Schub, der kommt bestimmt irgendwann nochmal. Nächster Kommentar. Oh, Alter, ganz, ganz, ganz viel Hate unter das Reaktionsvideo von... Oh Gott, was war denn das überhaupt nochmal für ein Video? Ganz viel Hate gab es, wie gesagt, unter dem Video, unter dem Reaktionsvideo von Anderson. Kein Stolz. Alter, ich muss dazu sagen, ich habe es auch selber in die Kommentare geschrieben, weil die meisten haben das wohl nicht gecheckt, was ich damit meine. Und zwar, ist ja klar, hat man ja vielleicht auch im Video gesehen, ich habe null Plan, was die Messe ist, scheiß. Da fragen sich die anderen immer so, warum machst du ein Reaktionsvideo, wenn du ja keinen Plan hast? Lass es doch einfach, du hast eh keinen guten Musikgeschmack und so. Und ich denke mir, ganz ehrlich, ich muss ja nicht verstehen, was die Message ist. Ich will ja einfach nur mal checken, wie sich das anhört und ob ich das feiere oder nicht und was meine Meinung dazu ist. Man einfach nur dieser Reaktionsablauf. So, dann schreibt einer, was hat er denn geschrieben? Quasim, 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 keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, der Song ist richtig gut und warum reagierst du auf Musik, wenn du selbst sagst, dass du keine Ahnung von Musik hast? Digga. Hä? Also entweder bin ich selber dumm, aha, oder er hat es irgendwie falsch geschrieben. Ich habe Plan von Musik, ich kenne Kategorien, zum Beispiel Techno, Rap, was auch immer. Er stellt mich sozusagen da, als wäre ich, oh Mann, das ist so übertrieben, als jetzt wüsste ich gar nicht, was Musik ist. So, ist richtig, richtig fremd für mich. So, ich habe gar keinen Plan, ey. Digga, chill mal, mach lieber keine Reaction Musik zum Musik, Alter, weil du weißt ja nicht mal, was Musik ist. So mäßig ist das. Boah. Nee, nein, ich sag nichts mehr dazu. Das ist einfach nur witzig, ey. Ich liebe es, Hate-Kommentare durchzulesen. Ich finde die immer so witzig. Ich muss immer lachen. Aber jetzt nicht so einer auf den, ey, Leute, ich find's chillig. Also schreibt mir Hate-Kommentare. Nein, ab und zu, wenn die es ernst meinen, finde ich schon echt übertrieben, ey. Die Auferstehung. Sorry, Dislike Linkanter. Muss man dazu sagen. Die Auferstehung war damals bei uns in der Gruppe so die Legende, sag ich mal. Der hat wirklich, oder sie, keine Ahnung, unter jedem Video von uns geschrieben. Ja, Dislike Linkanter. Der mochte Kantar ja überhaupt nicht, aber keine Ahnung, ganz komisch. Das war ein ganz komischer Typ, der hat immer jeden Scheiß kommentiert, immer jedes Video und immer das Gleiche, wirklich immer das Gleiche. Also ich muss auch dazu sagen, zu Kantar übrigens, er droppt übrigens noch bald ein Video, also macht euch da gefasst drauf. Also ist jetzt ein Jahr gefühlt eine Pause gewesen, aber ey, er kommt wieder. Aber die Auferstehung, ey, die war bei uns immer eine Legende. Wir haben uns immer gefeiert, wenn er kommentiert hat. Falls du es siehst, kommentier weiter. Du bist asozial, du fickst gerne. Kantar schreibt auch noch Bastard. Wie gesagt, Videos kommen noch von ihm. Ja, auf jeden Fall waren das jetzt alle Hate-Kommentare. Also nicht alle, natürlich nicht. Es gibt noch viel mehr, aber es waren einfach nur die, wo ich mir dachte so, hä? Einer hat sogar noch kommentiert so, ja, du ziehst dich nur bei Henry hoch und so, du Abo-Geier und so, bla bla bla.
Aber wieso, wenn wir uns gegenseitig pushen so? Okay, wenn ich ihn pushe, bringt's auch nichts, aber egal. Mann, laber ich dich einfach drum rum. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video, das kurze Video vor allem auch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach mal einen Daumen nach oben da. Checkt mich auf Instagram ab. Checkt mich auf Snapchat ab. Ich poste immer Sachen, wo ich bin, was ich mache. Die meisten kennen das, falls ihr nicht wisst, was ich mache. Ich mache YouTube-Videos. Ja. Wie gesagt, also abonniert meinen Kanal, würde mich echt freuen. Wir haben jetzt glaube ich 3000 Abonnenten, immer größer. 10.000 sind bald full, richtig full. Und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal, checkt die letzten Street-Comedy-Videos vor allem ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich ein Street-Comedy-Video. Also haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.